So, Aloha, guten Morgen. Wir fangen jetzt an, würde ich sagen. Vielen Dank, dass ihr euch heute noch mal Zeit genommen habt. Bald ist Wochenende, ein schöner Tag heute. Und ich freue mich, dass wir heute über Maui und Malama, Hawaii etwas sprechen können. Dann fangen wir einmal kurz an. So, allgemeine Informationen hatte ich ja auch bei den letzten Webinaren. Ich schieße einmal ganz kurz drüber für die Personen, die vielleicht nicht da waren die letzten 2 Male. Also Hawaii umfasst 6 Inseln, die für den Tourismus geöffnet sind. Wir haben über 130 Inseln. Wir sind Wetter zu tun, bei uns ist es eigentlich immer schön, hat nur den Hotelraten zu tun von April bis Juni und September bis Dezember. Könnt ihr etwas bei den Hotelraten sparen, das einfach vielleicht für den Hinterkopf, wenn ihr Kunden habt, die nicht unbedingt in den Ferien reisen müssen. Genau, hinkommen tut ihr am besten über die USA-Westküste mit den Verbindungen zu den 4 Hauptinseln. Ihr müsst also nicht nach Honolulu nur fliegen, sondern könnt die Kunden auch direkt auf die anderen Inseln, wie zum Beispiel Maui, schicken. Reservierungen für die Nationalparks, ganz wichtig. Parkplätze verfügbar sind, zum Beispiel Volcanoes National Park auf Hawaii Island oder Maui, wo wir gleich dann noch drüber sprechen werden, den Haleakala, nur um 2 zu nennen, weil es wirklich so die sind, die am beliebtesten sind. Auf jeden Fall den Kunden dort Bescheid sagen. Genau, und Helikoptertouren, Wanderungen am besten früh morgens direkt machen, liegt ein bisschen am Wetter. Es wird mittags sehr heiß. Wanderungen sind dann schon schwerfälliger und Helikoptertouren, man hat einfach eine bisschen bessere Sicht, wenn man das direkt morgens macht. Nachmittags hängen die Wolken immer etwas in den Bergen drin und genau, das war jetzt kurz und bündig. Unsere 6 Inseln. Kauai ist unsere älteste Insel. Dann gehen wir rüber nach Oahu, Maui mit Molokai und Lanai und Hawaii Island, unsere jüngste Insel und auch die größte Insel, die durch den Vulkan oder den aktiven Vulkan natürlich auch immer noch ein bisschen wächst. Die Hawaiian Airlines ist unsere staatliche Fluggesellschaft, hat super Verbindungen von Insel zu Insel. Der längste Flug ist tatsächlich von Kauai runter nach Hawaii Island. Wichtig für die Kunden, habe ich auch die letzten Male schon gesagt, sagt den Kunden einfach Bescheid, dass sie sich für das Mileage-Programm anmelden, weil sie dann das erste Gepäckstück sparen können. Und das sind so um die $50. Und wenn ihr mehr als 2 Personen oder selbst schon bei 2 Personen, lohnt sich es einfach, sich dort anzumelden. Und die Kunden können das Geld dann schön für ein schönes Dinner oder einen Ausflug ausgeben. Dann kommen wir nach Maui. Spitzname Insel der Täler ist auch eine sehr, sehr grüne Insel. Sehr beliebt für Sonnen Auf- und Sonnenuntergänge. Maui sagt von sich selbst, sie haben die schönsten Sonnenauf- und Sonnenuntergänge. Sind natürlich bei uns überall wunderschön, aber Maui hat schon wirklich ganz besondere Sonnenauf- und Sonnenuntergänge. Gerade wenn ihr auch am Strand sitzt, kann man es wunderschön sehen. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und natürlich oben auf dem Haleakala. Auf Maui finden die meisten Hochzeiten tatsächlich statt. Also egal, wann ihr dort seid, in jedem Hotel seht ihr definitiv immer irgendeine Hochzeit. Es gibt auch viele Agenturen, die das organisieren, auch deutsche Agenturen, eine deutsche Agentur auf jeden Fall. Also wenn ihr da was habt, Entschuldigung, können die Kunden auf jeden Fall gut Maui machen. Bei uns kann man auf Maui auch gut zur Wahlbeobachtung hin. Von Dezember bis April sind die Wale dann unten in Hawaii runtergeschwommen, im Prinzip von Alaska. Kann man Ausflüge machen. Man kann es aber auch gut vom Strand tatsächlich sehen, dass es immer mal passiert, dass tatsächlich ein Wal aus dem Wasser rausspringt oder rausschaut. Das ist eigentlich ein sehr schönes Naturschauspiel. Auf Maui haben wir auch die Hauptstadt für das Windsurfen, Ho'okipa Beach, oben bei Paia. Ich habe es jetzt einfach mal mit reingenommen, weil wir so viele Anfragen neuerdings hatten für Windsurfen. Wenn ihr diese Anfragen habt, schickt die Kunden auf jeden Fall oben nach Paia. Habe ich auch gleich nochmal eine Slide. Genau, und zu Maui gehören auch die beiden kleinen Inseln, Lanai und Molokai. Und das ganze County von Maui nennt sich dann Maui Nui, wo die beiden Inseln dann auch mit inkludiert sind. Ja, auf Maui, das habt ihr natürlich auch alle gehört, hatten wir ja die verheerenden Feuer. Lahaina ist ja leider komplett zerstört worden. Deshalb habe ich diesmal eine andere Karte mitgebracht, sodass man es ein bisschen besser sehen kann. Wie schon gesagt, Lahaina war ja auch mal die Hauptstadt von Hawaii vor langer, langer Zeit. War eine wunderschöne Stadt, so eine kleine
Beach Town, wo sich aber die Locals auch mit den Touristen vermischt haben. Also es war nicht wirklich so touristisch. Und das hat diese Stadt einfach so besonders gemacht. Ihr habt da total schöne Restaurants gehabt und ja, man konnte einfach so ein bisschen flanieren, aber auch einfach am Strand sitzen und sich irgendwo was zu essen holen und dann relaxen. Also das ist natürlich, ja. Ja, also es wird wieder aufgebaut, aber momentan ist es tatsächlich komplett alles zerstört. Also auch das Hotel Plantation Inn habt ihr vielleicht auch schon mal für Kunden gebucht, ist ja leider auch komplett abgebrannt. Also da kann man leider komplett gar nicht mehr hin, auch nicht in die Nähe davon. Kaanapali, was ja auch eine Hotelgegend bei uns ist, so einer der wichtigsten, wo ihr viele Hotels findet, von einem Hyatt bis zu einem Sheraton oder das Outrigger, was früher das Kaanapali Beach Hotel war, sehr, sehr beliebt bei europäischen Gästen. Die haben alle wieder komplett geöffnet, außer das Royal Lahaina Hotel. Das ist vielleicht wichtig, liegt auch in Kaanapali. Die sind derzeit noch komplett geschlossen. Die beherbergen noch Hawaiianer oder die ja, Amerikaner, die im Prinzip ihre Häuser oder Wohnungen verloren haben. Das Haus ist momentan komplett geschlossen und wird sehr wahrscheinlich, wir haben natürlich keine offizielle Mitteilung bis jetzt bekommen, aber wird sehr wahrscheinlich das ganze Jahr über geschlossen bleiben. Das Outrigger Kaanapali, auch sehr beliebt bei unseren Gästen, wunderschönes Hotel. Was wie gesagt früher das Kaanapali Beach Hotel war, beherbergt auch tatsächlich noch Locals, aber hat wieder für den Tourismus geöffnet und das läuft auch sehr gut. Also wir haben schon sehr, sehr viele Kunden wieder dort gehabt. Als Alternative zu Lahaina wird oft Kihei angeboten, ist auch eine kleine süße Stadt mit kleineren Hotels, so im Drei-Sterne-Bereich. Könnt ihr auch schön anbieten, habe ich gleich auch noch mal ein Bild, was ich euch zeigen kann. Und Wailea ist da so mehr die Resort-Gegend unten bei Kihei. Da habt ihr aber mehr die Resorts, richtig? Und auch mehr im Luxusbereich. Also von dem Fairmont über das Waldorf Astoria Hotel. Also da eher die Kunden hinschicken, die ein bisschen mehr Luxus möchten. Und Kaanapali habt ihr alles von einem 3-Sterne- bis zu einem 5-Sterne-Hotel. Genau, dann gehen wir auch schon nach Kaanapali. Hier sieht es ganz schön, also sehr, sehr schöne Strände, schwimmbare Strände. Ich habe ja vorher in den letzten Webinaren schon gesagt, dass das Meer bei uns sehr rau ist. Kaanapali könnt ihr schön schwimmen, könnt die Kunden ins Wasser gehen. Sehr schön für Wassersport. Da gehen auch die Touren los, die Schnorcheltouren. Da können die Kunden aber auch selber einfach Schnorchelgear ausleihen in den Hotels zum Beispiel. Und einfach selber ins Wasser gehen. In der Bucht unten, die ihr da seht, das ist das Sheraton Hotel, neben dem Outrigger. Und da sieht man eigentlich immer ganz schön Schildkröten. Also wenn ihr da einfach ins Wasser geht mit Schnorcheln und da kann es immer mal sein, dass plötzlich eine Riesenschildkröte neben euch auftaucht. Was in Kaanapali auch schön ist, ihr habt sehr schöne Restaurants auch direkt am Strand. Das ist ja manchmal auch nicht in den USA gegeben. Und ihr habt auch einen Beachwalk. Ihr könnt einmal am Strand natürlich herlaufen, aber man hat auch wirklich einen Boardwalk, Beachwalk für Kunden, die vielleicht nicht ganz so gut zu Fuß sind. Und der geht tatsächlich auch vom Hyatt, was ganz am Anfang von Kaanapali liegt, hoch dann bis zum Royal Lahaina. Das ist eigentlich total schön, dass man sich da ein bisschen bewegen kann. Und ja, wenn ihr Kunden habt, die wirklich mal einen Beachtag machen möchten auf den Inseln, ist Maui, Kaanapali oder auch Wailea auf jeden Fall super schön. Dann Kihei, wo ich gerade schon drüber gesprochen habe, ist halt so eine kleine süße Beachtown. Kann man auch schön ein bisschen shoppen gehen. Habt ihr total viele kleine Restaurants. Die haben auch, das ist viel in Hawaii jetzt mit den Food Trucks. Ja, das finde ich total klasse. Also da kann man einen schönen Abend verbringen. Haben auch, wie man hier auf dem Bild sieht, einen schönen Strand. Ist aber jetzt nicht ein weitläufiger Strand, ne? Der ist auch immer ein bisschen gefüllter als jetzt zum Beispiel in Wailea, einfach weil da natürlich die kleine Stadt noch mit dabei ist. Viele Leute sich einfach mal für eine Stunde dort an den Strand setzen. Aber ich finde es da total klasse. Also das könnt ihr ja den Kunden gut empfehlen, da auf jeden Fall einen Stopp zu machen, wenn sie dort nicht wohnen. Wailea, mit dem Makena Beach, das ist so mein Lieblingsstrand tatsächlich auf der Insel. Kaanapali natürlich auch, aber Makena Beach, der ist überhaupt nicht überfüllt, der ist total breit.
Es geht ganz flach ins Wasser rein, kann man auch auf jeden Fall schwimmen und da kann man definitiv einfach mal einen relaxten Beachtag verbringen. Also das ist total klasse. Und wie gesagt, Valea habt ihr dann die großen Hotels, Fairmont, Waldorf Astoria, ein anderes Hotel habt ihr noch da. Wenn ihr Kunden habt, die Luxus möchten, aber mehr so das Coolere, das neue Schick, dann definitiv ins Anders. Also das ist ein wunderschönes Hotel. Richtig cool, die haben auch ein sehr schönes Restaurant. Dann gehen wir an die Ostküste zur Road to Hana. Da wichtig zu wissen, die Kunden brauchen einen ganzen Tag. Also man kann nicht sagen, jetzt mache ich mal die Road to Hana für einen halben Tag, lege mich danach noch an den Strand oder mache noch danach was anderes. Das ist eigentlich nicht möglich. Man fährt von Kanapali doch schon recht weit dann auf die Road to Hana. Ich würde schon früh morgens losfahren. Und auf der Road to Hana, die ist total klasse. Es regnet dort immer mal ein bisschen, aber man fährt auch allgemein immer langsam. Ihr habt wirklich diese Kurven, man kann auch nur langsam fahren, ihr habt diese ganzen Brücken, man hält auch immer mal an, ihr habt total viele Wasserfälle da. Ich habe es einmal leider bis jetzt nur machen dürfen. Es hat total geregnet, wo ich erst gedacht habe, oh nein, genau heute regnet es. Aber das war klasse, weil die Farben da ganz anders rausgekommen sind. Es war wirklich wie so ein bisschen Regenwald. Also das war ein wunderschöner Ausflug. Wenn die Kunden Zeit dafür haben, bietet denen auf jeden Fall die Road to Hana an. Es gibt auch Ausflüge, wenn Kunden sagen, ich traue mir das nicht selber zu, jetzt dahin zu fahren und dann noch die ganze Strecke zu fahren und wieder zurückzufahren. Buch den Kunden gerne einen Ausflug. Also das sollte auf jeden Fall auf der Liste für Maui stehen, weil es einfach auch so anders ist an der Küste als an der Westküste, wo die meisten Hotels sich befinden. Es gibt ein Hyatt Resort direkt in Hana. Das ist auch total klasse, auch mehr auf der High-End-Luxusebene. Aber wenn die Kunden da vielleicht eine Nacht verbringen möchten, gerne dort reinbuchen. Ist total relaxing, wirklich schön, aber jetzt nicht unbedingt zum Baden. Also die Strände sind dort auch schwarze Strände, müssen die Kunden vielleicht auch wissen. Einfach nur als Tipp. Aber der Ort Hana ist auch ganz süß. Kann man auch total schön essen gehen und ein bisschen bummeln, aber komplett auch wieder anders. Als auf der Westseite, wie ich das auch schon bei Hawaii Island eigentlich gesagt habe, dass man wirklich so auf einer Insel doch zwei komplett verschiedene, ja, Gegenden oder auch Vegetationen hat. Ja, Haleakala, ein Muss, definitiv für jeden Kunden. Ich habe es jetzt nur den Sonnenaufgang gemacht, noch nicht den Sonnenuntergang. Meine Kollegin hat aber schon den Untergang gemacht, der ist auch wunderschön. Ganz wichtig für die Kunden zu wissen, es wird kalt. Also ich habe es ehrlich gesagt beim ersten Mal nicht so geglaubt und habe gedacht, ja, nehme ich ein kleines Jäckchen mit und dann wird das schon. Nee, wurde nicht. Also ich habe ein bisschen gelitten tatsächlich. Man braucht Mütze, man braucht Schal, man braucht Handschuhe. Man fährt nachts natürlich schon hoch oder sehr, sehr früh morgens, weil es auch ein recht langer Weg ist, auch sehr gebundener Weg. Und dann wartet man natürlich auch ein bisschen. Man kommt ja nicht auf den letzten Drücker. Und es ist wirklich kalt. Es sind Minusgrade. Also man fährt unten natürlich bei schönen, selbst nachts hat es ja noch 20, 25 Grad. Und man kommt oben an und man ist bei minus 5 Grad. Also das müssen die Kunden wissen. Ist vielleicht komisch, wenn man nach Hawaii fliegt, dann plötzlich Wintersachen einzupacken. Aber auf jeden Fall vorbereitet sein. Wichtig, habe ich schon gesagt, die Kunden müssen dort den Parkplatz oder die Permit kaufen, also reservieren. Das ist ganz wichtig, weil es ist schade, wenn die Kunden in Kaanapali oder an der Westseite losfahren und stehen dort oben und haben ihre Permit nicht, weil der ganze Tag dann eigentlich so ein bisschen im Eimer ist. Man ist einfach enttäuscht und man, ja, ist dann im Prinzip schon seit nachts um 3 vielleicht wach. Das bitte den Kunden mitgeben. Auch da bucht sonst einen Ausflug, dann haben die Kunden alles mit dabei, die haben die Permit mit dabei. Wenn sie sich nicht trauen, dann auf Maui rumzufahren, definitiv bucht den Kunden Ausflug. Das läuft eigentlich auch ganz gut. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Muss. Also bietet den Kunden definitiv den Haleakala mit an. Wenn man dann, sagen wir mal, die Kunden haben den Sonnenaufgang gemacht, kann man einen schönen Stopp in Upcountry Maui nennen wir das. Makawao ist da eine sehr, sehr schöne kleine Stadt. Ist auch wieder eine Cowboy-Stadt, die wir auf Hawaii Island ja auch schon hatten, unsere Paniolos. Und da kann man total schön frühstücken gehen, ein bisschen relaxen noch und dann kann man ja wieder runter schön ins Hotel fahren und dann wirklich vielleicht einfach mal einen Strandtag machen, dann wieder ein bisschen runterkommen. Und das könnt ihr den Kunden echt schön anbieten. Also das ist total süß dort. Auch wieder eine ganz andere Atmosphäre, als wenn man dann wieder runter an die Westküste fährt.
Genau, die Hauptstadt des Windsurfens, Paia am Ho'okipa Beach, auch total klasse. Paia finde ich ein richtig schönes kleines Städtchen. Die haben leider nur ein Hotel und zwar ist das das Mamas Fischhaus und die arbeiten leider nicht mit Reiseveranstaltern oder mit DMCs zusammen. Das ist vielleicht wichtig noch zu wissen. Ihr könnt das natürlich für die Kunden buchen, aber ihr kriegt wegen Provision und so weiter, müsst ihr dann schauen, ob ihr das machen möchtet. Aber auf jeden Fall sonst einen Ausflug buchen und wenn die Kunden Windsurfen möchten, definitiv dort. Also von allen Inseln auf jeden Fall auch Maui empfehlen. Das ist auf jeden Fall total klasse und Paia auf jeden Fall auch ein Besuch wert, wenn man eh einen Ausflug plant und ein bisschen über die Insel fährt, auf jeden Fall in Paia stoppen. Das Iao Valley State Monument Park, auch ein sehr, sehr schöner Ausflug, braucht man auch wieder eine Permit. Bei uns braucht man fast für alle oder eigentlich für alle Nationalparks eine Permit. Auch total schön, auch für Kunden, die nicht so gut zu Fuß sind. Man kann es hier ganz gut sehen. Kann man schön einfach nur zum Lookout zum Beispiel gehen. Und auf jeden Fall den Ausflug auch morgens machen, weil die Wolken hängen tatsächlich dort in den Bergen dann auch wieder ab nachmittags. Macht euch da auf jeden Fall eine Notiz, dass ihr die Kunden morgens direkt hinschickt. Und auf jeden Fall auch ein Besuch wert. Also das könnt ihr den Kunden super anbieten. Ist total grün, regnet dort auch ein bisschen mehr, ist im Inland von der Insel auch wieder eine ganz andere Vegetation. Dann kommen wir nach Lanai, eine der Schwesterninseln. Wir nennen sie auch die Luxusinsel. Man kann einmal mit der Mukulele hinfliegen. Man kann aber auch von Maui einen Tagesausflug machen. Und zwar könnt ihr mit der Fähre fahren. Dauert so circa 90 Minuten. Die ist früher von Lahaina abgefahren. Die fährt jetzt ein bisschen weiter südlich ab. Von daher dauert es tatsächlich, glaube ich, jetzt 90 Minuten bis 2 Stunden ungefähr. Fährt morgens, fährt den ganzen Tag über im Prinzip, fährt morgens ab, können nachmittags wieder oder gegen Abend wieder zurückfahren. Man braucht auf der Insel einen Mietwagen. Ich hatte da jetzt, als ich das letzte Mal da war, mit meiner Kollegin gesprochen von Maui und habe dann gesagt, können die Kunden nicht einfach ein Taxi oder ein Uber oder da ein bisschen über die Insel fahren? Also es gibt einen Uber, meinte sie. Von daher wichtig, dass die Kunden da vielleicht einen Mietwagen für den einen Tag buchen. Es gibt allerdings auch Ausflüge, wo die Fähre schon mit drin ist und dann ein Shuttle vor Ort, der über die Insel auch fährt. Das ist echt ein schöner Ausflug. Es gibt allerdings auch Hotels, und zwar zwei Four Seasons Hotels. Deshalb nennen wir sie auch die Luxusinsel. Wunder, wunderschöne Hotels natürlich. Mein Four Seasons hat ja den Luxus pur und auch sehr schön für Golfen. Wenn die Kunden wirklich mal was ganz Besonderes machen möchten und noch Golfer sind, schickt sie auf jeden Fall nach Lanai. Da kommt man auch extrem gut runter. Also es ist wirklich eine kleine, schöne Insel, sehr naturverbunden auch. Dann kommen wir auf unsere Molokaʻi-Insel. Das ist so die absolut ursprünglichste Insel, die wir haben. Es gab ganz früher auch mal eine Fähre von Maui, die ist vor Jahren aber schon eingestellt worden, weil das Meer zu rau war. Die konnte leider nicht mehr fahren, von daher kann man tatsächlich nur noch fliegen. Momentan von Honolulu aus. Tagesausflug empfehle ich von daher auf keinen Fall. Die Kunden sollten schon, wenn eine Nacht dort verbringen. Sehr naturverbunden. Es leben sehr, sehr viele Hawaiianer dort und ist für uns die absolut ursprünglichste Insel. Sehr grün. Dort ist wichtig zu wissen, dort haben sehr viele Tourveranstalter oder Tourenveranstalter nach Corona oder während Corona leider zugemacht. Und auf der Insel kann man viele Sachen nur unternehmen, wenn man wirklich die Touren bucht. Und die sind momentan zum Teil nicht buchbar. Also wenn ihr Kunden habt, die die Insel besuchen möchten, weil wir kriegen immer mal wieder Anfragen, macht sicher, dass da die Kunden auch wirklich dann Sachen unternehmen können. Natürlich können sie. Es gibt Restaurants oder den Strand oder sie können spazieren gehen am Strand. Aber die richtigen Wanderungen sind oft nur mit einem Guide verfügbar. Und da sind wir nach Corona noch nicht ganz zurückgekommen. Also das ist vielleicht wichtig zu wissen, wenn die Kunden dorthin fliegen. Weil es ist schade, wenn man, es gibt ein Hotel dort, aber wenn man hinfliegt und dann können sie im Endeffekt nicht ganz so viel machen. Das wäre wichtig auf jeden Fall zu wissen. Dann haben wir ein kurzes Video. Das wieder nicht.
Genau, dann noch ganz kurz ein paar Infos bezüglich Maui nach den Feuern. Also wir sagen natürlich, besuche Maui mit Respekt und Mitgefühl. Wir hatten leider in der Vergangenheit oft das Problem, als dann die Touristen wieder zurückkamen, dass tatsächlich dann nach Lahaina gefahren wurde, dass Fotos gemacht wurden. Das ist natürlich nicht möglich. Also da auf jeden Fall Respekt und Mitgefühl zeigen. Es ist so, dass längere Wartezeiten tatsächlich in den Restaurants momentan entstehen können. Nicht alle Menschen sind wieder zurück, die zur Arbeit gehen können im Prinzip. Ich meine, es ist natürlich eine traumatische Erfahrung, wenn du dein Haus verloren hast oder Familienmitglieder verloren hast. Also von daher ist es alles bei uns noch ein bisschen langsamer. Von daher ist auf Maui derzeit tatsächlich Geduld gefragt. Genau, wie ich gerade schon gesagt habe, Lahaina ist komplett gesperrt, also Fotos sind verboten. Es sollte definitiv nicht gehalten werden und auch dort nicht hingefahren werden. Und lokale Unternehmen unterstützen, da komme ich jetzt auch gleich nochmal drauf zu sprechen, und bitte die Privatsphäre der Einwohner respektieren. Das haben wir einfach nur mit reingenommen, weil es einfach, die Hawaiianer sollten nicht gefragt werden, wie geht's dir, oder weil es manchmal von manchen wird es gut aufgenommen, von manchen nicht, einfach da so ein bisschen die Grenzen respektieren und die Privatsphäre der Einwohner. Genau. Dann komme ich zu Malama Hawaii. Das habe ich inkludiert. Und zwar, Malama heißt etwas zurückgeben, wenn man reist. Wir nennen es auf dem Deutschen, ist immer ein bisschen schwer zu übersetzen. Wir sagen mehr als nur eine Reise. Und das heißt im Prinzip nichts anderes als lokal einkaufen, lokale Restaurants unterstützen. Wir bieten Voluntourism an. Ob das jetzt ein Beach Cleanup ist, kommt natürlich auf den Kunden an. Die jüngere Generation ist natürlich ein bisschen mehr daran interessiert, dass sie da vielleicht ein bisschen mithelfen möchten oder auf einer Farm mal mithelfen möchten, lokale Events besuchen. Wenn es zum Beispiel zu einem Luau kommt, das sind Feierlichkeiten, die oft in Hotels abgehalten werden, aber auch so angeboten werden, wo die Gäste mehr über die Geschichte Hawaiis erfahren, über den ganzen Pazifik im Prinzip, über die pazifischen Inseln, wo dann im Prinzip noch Essen stattfindet. Und das sind total klasse Events, wo die Kunden einfach viel lernen, aber auch eine total schöne Zeit haben. Und natürlich unsere hawaiianische Kultur und Geschichte, die sich ja so unterscheidet von der Kultur oder Geschichte des Festlandes. Ihr habt vielleicht auch Kunden, die sehr USA-affin sind und schon mehrmals auf dem Festland waren. Und dann ist Hawaii einfach ganz anders. Ich habe es ja in den anderen Webinaren schon gesagt, Honolulu natürlich eine sehr amerikanische Stadt. Wenn man dann aber auf die anderen Inseln kommt, ist es tatsächlich dieses, ah, oh, jetzt habe ich das Aloha. Und genau, das ist im Prinzip Malama, dass man wirklich sagt, guck, wo du vielleicht deinen Kaffee trinkst. Und natürlich haben wir einen Starbucks, geht jeder von uns hin, gehe ich auch hin. Aber wir haben auch Kona-Kaffee zum Beispiel, der dort angebaut wird, wo es kleine Farmen auf Hawaii Island gibt. Dass man da einfach so ein bisschen schaut, ein bisschen unterstützt, ein bisschen mehr lernen kann vielleicht über unsere Inseln. Genau, und das nennen wir im Prinzip Malama Hawaii. Wenn ihr da mal Fragen habt, jederzeit auch gerne auf mich zukommen. Genau, dann habe ich noch die Links, die hatte ich ja bei den letzten Webinaren schon. Wenn ihr mal Bilder braucht oder die Events und Festivals, habe ich jetzt mal mit reingetan. Wir haben natürlich immer den Ironman zum Beispiel auf Hawaii Island. Da sind die Deutschen und die Schweizer ja immer sehr groß mit dabei, sehr weit vorne, wenn sie nicht sogar gewinnen. Genau, das habe ich einfach mal mit reingetan. Ihr kriegt ja auch die Aufzeichnung, beziehungsweise wird die live gestellt nochmal auf die junge Reiseprofis-Seite. Da könnt ihr die auch nochmal sehen. Und wie gesagt, meine Kontaktdaten, wenn ihr Fragen habt, gerade zu Maui. Man kann natürlich immer nur einen bestimmten Teil auch abdecken in den Webinaren, dann jederzeit sehr gerne bei mir melden. Jetzt gucken wir ganz kurz nach Fragen. Meine Kollegin schon mal. Ja, mit Molokai die Touren auf eigene Faust. Man muss tatsächlich vorher schauen, wo möchte ich hin? Brauche ich da die Permits? Wieder ganz wichtig, dass wir unsere Permits haben. Aber viele Touren sind tatsächlich nur mit einem Guide verfügbar. Und das ist genau das, wo wir gerade so leider ein bisschen schwimmen, weil es nach Corona einfach noch nicht richtig zurückgekommen ist. Und viele Touranbieter auch gar nicht mehr existieren. Also das wird leider noch ein bisschen Zeit dauern oder brauchen. Jetzt ganz kurz noch zum Molokai.
Ja, das ist auf jeden Fall okay. Also für die komplette Zeit Mietwagen braucht ihr auch. Also da gibt es wirklich gar nichts, kein Taxi, kein gar nichts. Das ist super. Und ja, die Insel ist klasse. Also ich hatte jetzt eine Kollegin von Brand USA war tatsächlich jetzt da und die fand das total klasse. Also die war auch, glaube ich, 4 Nächte und sie hat gesagt, sie ist noch nie so runtergekommen wie auf dieser Insel. Und wenn die Kunden für die 4 Nächte oder Tage den Mietwagen haben, definitiv. Also da kann man auf eigene Faust schöne Sachen machen. Ja, Haie haben wir natürlich schon auch in Hawaii. Ja, da, also ob das sicher ist, ja, wir machen ja auch die Schnorcheltouren. Ich gehe selber schnorcheln. Wir gehen ja auch surfen. Aber natürlich kann ich da keine allgemeine Aussage treffen. Aber ja, Haie haben wir schon auch in Hawaii. Ja. Ja, Molokai ist auch so ein bisschen rougher oder rougher Sea, das Meer. Ja, die Strömungen sind da auch ein bisschen stark. Da wäre ich auch ein bisschen vorsichtiger mit dem Schwimmen tatsächlich. Das Ding ist in Hawaii immer, weil die Hawaiianer wachsen ja damit auf, ne? Also man sieht natürlich, egal wo, man sieht immer die Leute surfen, man sieht immer die Leute im Wasser. Und ich finde, dass wir das immer so ein bisschen unterschätzen. Von daher, ich würde wirklich schauen, ob da die Lifeguards zum Beispiel sind, dass das ein Strand ist. Ja, wo man im Prinzip Hilfe bekommen könnte, wenn man sie braucht. Aber Molokaʻi ist tatsächlich auch ein bisschen vom Meer her ein bisschen rougher als jetzt zum Beispiel Maui. Also das empfehle ich dann eher, wenn man mal einen Strandtag machen möchte auf Maui. Ja. Das war's. Hat sonst noch jemand Fragen? Alles. Dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Wie gesagt, ihr habt meine Kontaktdaten. Ja, jetzt war schon das dritte Webinar und ach, jetzt kommt doch noch was. Molokaʻi gibt schon Privatunterkünfte. Es ist meistens Airbnb tatsächlich, die wir als Staat nicht wirklich unterstützen, weil wir die Hotels mehr unterstützen. Aber das ist das. Es gibt ein Hotel auf Molokaʻi, das heißt Hotel Molokaʻi, also kann man sich gut merken. Und ansonsten gibt es tatsächlich Airbnbs. Ja. Okay. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr bei den Webinaren dabei wart. Sogar bei allen dreien habe ich bei manchen gesehen. Wie gesagt, wenn noch irgendwas ist, jederzeit gerne melden. Und ich freue mich auf viele eurer Gäste in Hawaii. Vielen lieben Dank. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und Aloha aus München.